Wir werden bei Scootertouren oft gefragt, wie schnell fahrt ihr denn? Nun, die Antwort ist ja ganz einfach, so schnell wie ihr wollt. Ihr gebt das Tempo vor. Und wenn ihr Lust habt, Piano zu fahren, fahren wir vorne Piano. Drängt ihr von hinten und seid dicht auf und ihr könnt offensichtlich schneller fahren, dann gebe ich vorne natürlich entsprechend mehr Gas. Dazu kommt natürlich auch, wie erfahren die Gruppe ist da vorne. Wir sind jetzt hier am dritten Tag am Gardasee unterwegs. Und das ist eine sehr erfahrene Gruppe an Scooterfahrern und die haben heute Morgen signalisiert, wir sind gut ausgeschlafen, du kannst ruhig Tempo machen vorne. Ja, und das mache ich jetzt. Und das sind jetzt Originalgeschwindigkeiten. Schaut es euch mal an, genießt das, genießt die Straßen, Grip hat es hier und genießt diese tollen Ausblicke an diesem doch etwas durchwachsenen Tag. Nicht allzu warm, aber dafür schwitzt keiner. Die nächste Frage, die oft gestellt wird, fahrt ihr eigentlich große oder kleine Straßen? Auch hier wieder die ganz klare Antwort, kommt drauf an. Kommt drauf an, was die Gegend sagt und kommt drauf an, wie die Gruppe drauf ist. Heute war klar am dritten Tag, wir wollen enge Straßen fahren, wir wollen es laufen lassen, wir wollen Spaß haben. Also haben wir kleine, enge Straßen rausgesucht. An anderen Tagen ist das Programm vielleicht ganz anders. Heute ist es nun mal so. Und da genießen wir auch so enge Ortsdurchfahrten, wo man natürlich höllisch aufpassen muss, dass da nicht irgendwie ein Fußgänger drüber geht oder ein LKW entgegenkommt. Ja, das ist halt Italien. Es ist immer mit Überraschungen zu rechnen, aber wir meistern das ja perfekt. Es sieht hier so herrlich grün aus, als wären wir im Tiefland unterwegs. Ist aber nicht. Wir sind hier auf 1200, 1300 Meter und es geht immer noch steil den Berg hoch. So Längsrillen muss man natürlich aufpassen. Da haben die Straßenbauer eine Strecke ausgebessert und dieser kleine Hubbel, der bringt natürlich das Fahrwerk ein bisschen in Wallung. Deshalb versuche ich entweder den ganz zu verlassen, wie hier, oder ja, am besten gar nicht drauf fahren oder im stumpfen Winkel kreuzen. Also richtig nicht an der Kante entlang, sondern entweder drüber, links davon oder rechts davon. Das ist wohl die sicherste Variante. Thank you.
Und natürlich schaue ich ab und zu in den Spiegel, sogar ziemlich häufig. Sind alle dran? Drücken die mich? Muss ich schneller fahren? Reißt es ab? Muss ich langsamer fahren? Ich passe das Tempo immer nach dem Hinterherfahrenden an. Und das klappt seit 10 Jahren exzellent. Und ich glaube, alle sind zufrieden. Der Vorteil vom Hinterherfahren ist natürlich ganz klar. Ich vorne muss die Kurven richtig einschätzen. Ich wähle die Bremspunkte, ich gebe das Tempo vor, ich gebe auch das Kurventempo vor und ich versuche jede Kurve, jede Schwierigkeit vorab richtig einzuschätzen, sodass hinten ja keiner in Schwierigkeiten kommt. Und das macht es natürlich hinten sehr bequem, hinterher zu fahren. Von daher eine schöne Sache. Das ist der Vorteil von Scootertouren. Ja, hallo zusammen. Und ab und zu muss natürlich auch eine kurze Pinkelpause sein. Aber hier liegt noch Schnee vom Winter. Das sind die Reste auf der Nordseite. Aber jetzt geht's wieder ins Tal runter. Noch ist es oben neblig und jack und nicht sonderlich warm. Ich glaube 11 Grad zeigt's an. Das sind eigentlich keine italienischen Temperaturen. Aber dieses Jahr ist einfach irgendwie kühler. Dafür schwitzt keiner. Und wir freuen uns natürlich hier, wenn wir ins Tal blicken. Da scheint die Sonne, da wird's wärmer. Und von 11 Grad, wirklich alle paar hundert Höhenmeter, steigt's ein Grad an. Und wir werden nachher 24 Grad unten haben. Bei so viel Freude, da macht doch das Bergrunterfahren durch diese Kurven enorm Spaß. Wir können da durchtanzen und wissen, nachher wird es immer wärmer. Genial. Und dann Bella Italia, eine Einkehrung und einen Kaffee. Ah, das ist ein traumhaftes Land mit traumhaften Strecken. Wir sind so glücklich, hier am Gardasee zu sein.